Eine Blasenentzündung, besser gesagt ein Harnwegsinfekt, ist nicht immer harmlos. Wenn nicht ausreichend behandelt wird, können ja auch mal Komplikationen auftreten, zum Beispiel eine Nierenbeckenentzündung. Herr Dr. Saller, wie kommt es dazu? Die Erreger können von der Blase über die Harnleiter bis zu den Nieren wandern und diese infizieren. Die Folge ist dann eine Entzündung des Nierenbeckens. Es ist ein Teil der Niere. Dort sammelt sich der Urin, bevor er in die Blase abfließt. Nun gibt es Personengruppen, die besonders leicht eine Nierenbeckenentzündung bekommen. Warum sind sie gefährdeter? Wenn der Harnabfluss gestört ist, wie bei Schwangeren, begünstigt dies das Bakterienwachstum. Auch wer Nieren- und Blasensteine hat, bekommt deswegen schneller eine Nierenbeckenentzündung. Durch eine Verengung der Harnröhre, wie bei einer Prostatavergrößerung, bleibt Urin in der Blase zurück. Das ist das ideale Medium für Bakterien. Bei Frauen gelangen Bakterien außerdem leichter in die Blase als bei Männern, denn der weibliche Harnröhreneingang liegt näher am After und ist kürzer als bei Männern. Frauen erkranken deswegen 2 bis 3-mal so häufig an einer Nierenbeckenentzündung. Und Diabetes ist ein weiterer Risikofaktor. Was sind denn die Symptome bei so einer akuten Nierenbeckenentzündung? Die Betroffenen fühlen sich wirklich schwer krank. Seitlich der Bauchregion, also in den Flanken, spürt man heftigste Schmerzen, die bis in das Becken ausstrahlen können. Wie bei einer Blasenentzündung haben die Patienten außerdem verstärkten Harndrang und Schmerzen beim Wasserlassen. Hinzu kommt oft hohes Fieber bis über 40 Grad und Schüttelfrost. Vielen wird schlecht und sie müssen sich übergeben. Der Kreislauf kann versagen. Dann haben sich die Keime möglicherweise über die Nieren auf den ganzen Körper ausgebreitet. Man spricht dann von einer Urosepsis. Das ist ein Notfall, der sofort in der Klinik behandelt werden muss. Wenn eine Nierenbeckenentzündung chronisch verläuft, kann sich das ganz anders äußern. Welche Beschwerden sind dann typisch? Da sind die Symptome eben nicht so eindeutig. Mögliche Anzeichen könnten chronische Kopfschmerzen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sein, dumpfe Rückenschmerzen, Appetitlosigkeit, Magenschmerzen und Schmerzen bei der Blasenentleerung oder sogar eine Gewichtsabnahme. Was passiert denn, wenn man eine Nierenbeckenentzündung nicht behandelt? Im akuten Fall besteht möglicherweise Lebensgefahr. Eine chronische Entzündung des Nierenbeckens schädigt die Nieren aber auf Dauer. Stück für Stück geht Nierengewebe verloren und die Nieren arbeiten irgendwann nicht mehr ausreichend. Und dann ist im schlimmsten Fall eine regelmäßige Dialysebehandlung notwendig, also Blutwäsche. Auch eine akute Nierenentzündung kann chronisch werden, wenn man sie nicht ausreichend behandelt. Aber mit einer geeigneten Antibiotikatherapie heilt sie in der Regel folgenlos aus.